Bestimmt hat euch mal jemand erzählt, dass ihr mit Videospielen nichts erreichen könnt und zu ewiger Armut verdammt seid, wenn ihr euch nicht mal schnell vom Bildschirm löst und in ein Buch guckt. Stimmt das? Nein. Zumindest wenn ihr gut genug seid. Seid ihr zum Beispiel richtig krass in Call of Duty, hattet ihr dieses Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, euch zur Call of Duty Weltmeisterschaft anzumelden. Und da geht's um sage und schreibe 1 Million Dollar. Für das Preisgeld der Gewinner müsste ein Florist im Durchschnitt 19,5 Jahre arbeiten. Falls ihr in diesem Jahr noch nicht dabei wart, zeigen wir euch mal, was ihr verpasst habt und warum es sich durchaus lohnt, schon mal für das nächste Jahr zu trainieren. Call of Duty Black Ops 2 is not a Canadian game or a Mexican game or an American game or a French game. It is a worldwide phenomenon. And there's players in every country. And it's very important for us to make sure that we actually allow every country to participate, which is why we're doing the European finals and why we're going to send 8 European teams to compete in the National Absolute World Championship. Beim europäischen Vorausscheid in Köln traten jeweils 2 Teams aus jedem der teilnehmenden Länder gegeneinander an. Auf das Gewinnerteam wartete das Ticket nach LA zum großen Finale. Für Deutschland gingen Killerfish und DZS Turtle Beach an den Start, die sich dabei nicht zum ersten Mal über den Weg liefen. Also wir sind beides der besten deutschen Teams, die beiden. Und wir haben schon mal gegen die verloren, auf einer LAN. Reflex war das in Amsterdam. Da haben wir das für uns 3-1 entschieden. Und ich denke, wenn wir das wieder abrufen können, unsere Leistung, dann werden wir das wieder machen. In gerade einmal 3 Runden wurde entschieden, wer nach LA darf und wer sich das Finale nur zu Hause auf dem Rechner anschauen darf. Gespielt wurden die Modi Hardpoint, Search and Destroy und Capture the Flag. Das Team, das als erstes 2 der 3 Runden gewonnen hat, kam weiter. Also wir spielen ja Raid Hardpoint jetzt gleich gegen DZS und wir haben schon öfter online gegen die auf dieser Map gespielt und sie haben uns auch geschlagen auf der Map. Und es ist denen ihre stärkste Map und unsere, sag ich mal, von den ganzen Hardpoint-Maps die schwächste. Aber wir haben uns ein bisschen so auf alle Maps fokussiert und deswegen denke ich, dass wir da trotzdem die, wenn wir gut auftreten, die wirklich schlagen können. Ich persönlich denke, das ist eine ganz große Stärke von uns, ist an unseren Schwächen zu arbeiten und die auch zu analysieren. Das werden wir natürlich entsprechend für LA auch machen. The German players are actually quite strong and have great potential. It's got a, you know, the Germans are very competitive when it comes to online gaming. And as a very competitive person myself, I am actually pretty stoked about their opportunity and I can't wait to see that match actually. Im ersten Modus Hardpoint müssen beide Teams bestimmte Punkte auf der Map halten. Für jede Sekunde Übermacht gibt's einen Punkt. Obwohl Killerfish mit leichtem Favoritenstatus in das Match ging, schenkten sich die beiden Teams nichts und bereits das erste Match wurde auf der Zielgeraden mit gerade einmal 11 Punkten Unterschied entschieden. 1:0 für DZS. Viele Teams lassen sich nach einem Map, die sie verloren haben, total runterkriegen und das war bei uns halt komplett nicht der Fall. 22 seconds left. Thank you very much. Jazz has got the MMS though. He knows exactly where one of those players is and he knows he's going to be punting. Is he going to go for the wallbang? Yeah, he's going to go for it. He's and he got away. He got away. How he got away from that? Absolutely no idea. Und er sollte recht behalten. Search and Destroy gilt als Paradedisziplin von Killerfish. Und diesem Ruf wurden sie auch gerecht. Der Ausgleich zum 1:1. Himself is a 1v3. He's taken down one already. He's going to pre-fire. Oh, wow. Killerfish. Oh, no! Search and Destroy spielen wir schon seitdem das Black Ops draußen ist. Und ist eigentlich unser Lieblingsmodus. He just went for the ultimate pre-fire, but it didn't connect. But now he has the spawn trap. He's going to... So we saw a lot of him on Warfare 3. We don't see relays. Yeah, it seems to be a lot tougher, but DZS player's off the spawn. He is going to have one, needs to help his teammate out, does so, shuts down site tech, just to pull the DZS flag. You can see how defensive DZS are having to be. Here comes Rox, though. He's going to try and clean up a few players. Sees one, deciding to use them aggressively or defensively, and it looks like he has made that decision to use them defensively as he shuts down one. Oh, finds a second in blue. Fantastic Rox. Play from Rox. Gunnelly gets the third as well. Nun musste die letzte Runde Capture the Flag entscheiden. Schon relativ früh im Spiel ging Killerfish mit einer Flagge in Führung. Wo andere Teams jetzt bereits in die Defensive gegangen wären, blieben Killerfish stets gefährlich und bauten ihren Vorsprung weiter aus. Nun blieben DZS nur noch 5 Minuten Zeit, um einen Rückstand von 3 Flaggen aufzuholen. Jungs, damit war es besiegelt.
Killerfish setzte sich gegen DZS durch und wurde damit unsere deutsche Hoffnung für das große Finale in Los Angeles. Also am Ende, wir haben halt bei der letzten CTF Flag, wir haben da zu viele Flaggen fallen lassen bei der einen Seite, weil wir haben wieder aufgeholt bei der anderen Seite und ja, daran lag es halt, dass wir verloren haben wegen der einen Seite da, dass wir drei Flaggen verloren haben. Ich finde, also auf der ersten Map, auf der ersten Seite sind wir 3-0 vorne gewesen. Und die standen einfach viel zu tief, weil es gibt bei Capture the Flag immer eine gute Seite und eine schlechte Seite. Und die hatten die schlechte Seite und die standen viel zu tief. Und wir haben einfach die Kills gemacht und sofort rausgepullt. Und dann, wie gesagt, auf der zweiten Seite wurde es halt nochmal wirklich knapp. Da stand es 3-2 und dann dachten wir uns, Jungs, jetzt müssen wir uns zusammenreißen. Aber haben wir Gott sei Dank noch geschafft, das 4-2 zu machen und dann haben wir uns wirklich sicher gefühlt. Damit hieß es auch für uns, auf nach Hollywood Trash. Hollywood Trash. It's a gas, gas, gas. Yeah, Hollywood trash. Love's come and go to say your heart is cold as ice. Watch your back with her, my friend. But soon you feel the knife. You put your lovers on a shelf. Your only love is yourself, so cold. Yeah, your Hollywood trash. Da sind wir. Wir und 32 Teams aus der ganzen Welt, die um $1 Million kämpfen. Neben den Teams aus Nordamerika und Europa sind auch Teams aus Brasilien, Australien, Mexiko, Südafrika und sogar Südkorea vor Ort. So for us this is just a great way to celebrate, you know, the top teams from around the world coming together and really playing, you know, for $1 Million. Tensions are starting to run a little bit high, got a little bit more emotion out there, which is great to see. Auf 5 Bühnen können 10 Teams gleichzeitig gegeneinander antreten. Mit dabei natürlich Killerfish, allerdings in neuer Besetzung. Ja, einer von uns ist leider kein deutscher Staatsbürger und der hat halt leider sein Visum nicht bekommen. Und deswegen blieb uns noch Zeit, einen zu suchen und dann haben wir ihn genommen. Die Verhältnisse sind klar abgesteckt. Die amerikanischen Teams sind Favoriten, die europäischen Underdogs. Nun gilt es für Killerfish, diesen Vorurteilen entgegenzuarbeiten. Die erste Gelegenheit dazu bietet sich schon im ersten Match gegen das Team TVA. Killerfish, the German team, they look very, very strong over in Cologne for those European finals. Question is, are they going to be able to perform now on the world stage? Bereits in der ersten Runde Hardpoint spielt Killerfish souverän. Nach einem super Start sind sie dem gegnerischen Team TVA stets ein paar Punkte voraus. Kurz vor dem letzten Hardpoint wird es zwar nochmal spannend, im Endeffekt kann Killerfish aber bereits 30 Sekunden vor Spielende den ersten Punkt des Best of Three klar machen. 36 and 27, 6 caps, 6 defense. And big play from Kibbe there. Yeah, the rest of his team came pretty much even, but that's going to be 250 to 191. Jetzt folgt Search and Destroy, und das ist ja bekanntlich Killerfishs Spezialität. Davon ist im zweiten Match allerdings nichts zu sehen. Mit nur 2 gewonnenen Runden verliert Killerfish relativ deutlich. Was war da los? Auf den Maps, es gibt Sniper-Positionen und wenn da keiner hinkommt, kannst du auch keinen snipen. Du kannst nicht mit der Snipe durch die Map rennen und 360s machen oder so. Deswegen, wenn da halt keiner kommt, kommt halt keiner. Wenn einer kommt, snipe ich ihn weg. Ja, zu Search Destroy muss man auch sagen, das ist jetzt unsere schlechteste Map. Das haben wir jetzt auch nicht so oft geübt, SND. Jetzt kommt's drauf an. Eine frühe Führung von Killerfish übt Druck auf TVA aus, die jetzt in Zugzwang sind. Killerfish kann aber alle Attacken abwehren und geht kurz vor Ende der ersten Runde sogar mit 2 Flaggen in Führung. In der zweiten Runde schafft es TVA zwar ebenfalls eine Flagge zu holen, am Ende steht es aber 3-1 für Killerfish. Bester Spieler ist Neuzugang Quicky. Hey Jungs! Seid's, Alter! Habt's rein, Spiel, Satz und Sieg. Killerfish hat das erste Spiel in LA gewonnen. Trotz neuem Team, Schlafentzug und Auswärtsnachteil. Wie gesagt, das eine Team ist einer der Favoriten, aber wir geben alles und ich glaube, wir können jeden schlagen. Und wir wollen auch jeden schlagen, weil wir wollen Erster werden und dafür müssen wir jeden besiegen. Und das andere ist ein mexikanisches Team. Das Spiel, gegen die spielen wir jetzt gleich danach und ich schätze unsere Chancen sehr gut ein, weil wenn wir jetzt das nächste Spiel gewinnen, sind wir schon mal erstmal sicher weiter in der Gruppe und dann spielen wir gegen den Favoriten. Und wenn wir schon sicher weiter sind, ist es einfach ein ganz anderes Gefühl und dann spielst du ganz anders. Hast nicht so viel Druck und das wäre einfach optimal, wenn wir gleich jetzt nochmal das nächste gewinnen und dann gegen die Favoriten ran.
Im zweiten Match warteten Team Rising aus Mexiko. Was nun geschah, tat einem fast ein bisschen leid. Aber ich will mal gar nicht so viel vorwegnehmen, lauschen wir doch einfach mal den Castern. Killifish now with some early control. Nice play. Front gun elite picking off one more kill. 45 seconds left on this current hardpoint, so plenty of time. But once again, Killifish, what they need to be doing now is setting up for that next hardpoint. It sounds very early, but they need to be flipping those spawns early enough that when it comes down to it, which is that hardpoint, it's going to be currently contested. There is going to be one player there. He gets taken down. There is another one, though. It's still Roro. He's somewhere on this hardpoint. Is he going to see him through the smoke? No, he's not. He's going to have to go for the knife. Roro goes big. 3 minutes 41 still to go. Killifish versus Rising. This is the first map of the best of three. Kivi going 26 and 12. Kivi's had such a fantastic day of Call of Duty today. Kills. He's gonna have two on his map. Is he just gonna get for the plant? He's gonna have to get the kill now. And oh my god! But it's not over yet. What has Gun Elite just done right there? Oh my days, ladies and gentlemen. Your final kill cam brought to you by Gun Elite. The quickscope turn on casually, as you do, just because you know he's that much of a boss. Seconds left. Should shut down one. That was NPR. He had the sniper rifle. Goes for the wallbang. Fantastic anticipation from Kivi. One player left. Is he going to go straight for the defuse? Well, he only has 7 seconds left, so he doesn't really have much choice. He is going to get taken down. Unfortunate play for a minute there. I thought Kivi was going to go big for his team. That's going to be the end of the round. Lost that round, but it's not over yet. So apologies for that, but Kivi is going to get the two-piece there on the two Rising players who are holding hands. Doesn't look like he's going to have enough time, but great play from him, but no, quickly turns on him. Oh my god, NPR just got destroyed. 2-0, eine klare Sache und das Ticket in die K.O.-Runde. Ich will auch nicht überheblich klingen, aber es war ein leichtes Match und war nicht viel Herausforderung. Nun geht es um den ersten Platz in der Gruppe. Allerdings gegen niemand geringeren als Envious, einen der absoluten Favoriten auf den Titel. Ohne Druck geht es in die erste Runde Hardpoint und die Befreiung aus dem letzten Match ist Killerfish deutlich anzumerken. Nach einer knappen Anfangsphase ziehen Killerfish den großen Favoriten davon und bauen ihren Vorsprung in einem denkwürdigen Run auf 80 Punkte aus. Envy bleibt nicht mehr genug Zeit zum Aufholen und die Sensation ist perfekt. Killerfish führt 1-0. He held the anchor for long enough that Killerfish have taken the first map off of Envy and that, my friends, is an upset in itself. Gewinnt Killerfish nun das Search and Destroy Match, ziehen sie als Gruppenerster in die K.O.-Runde ein. Und es sieht gut aus. Die ersten zwei Runden gewinnen die Jungs souverän. Doch ganz so einfach machen es Envy den Jungs dann doch nicht. Am Ende steht es 5-5. Nun entscheidet die letzte Runde Search and Destroy. We got the bomb. What can they do? It looks like they're going back towards the A push. All of the Envy lineup have done the exact same thing, so we're going to see an awful lot going. J-Cap's going to be up top. Gun Elite's also going to be in there. Oh! J-Cap takes down Gun Elite. And it does look like Kivi is now going to have to try and clear this up, but J-Cap is in fact in there. Now on board with Kivi. They're all around this area. Advantage at the moment to them. Can he do this? Oh, doesn't get the turn on at all. Quinley has to do something now. It is 2-4. Can they tie this back up somehow? Oh, he does. Quickly manages to get one off. And unfortunately, it's now 1-3. What can Quickie do? He has to somehow pull this off. There's going to be a person up there. He sees him. Can he make the kill? No, doesn't manage to bang him through the wall. Unfortunately, it means he's going to get taken down. J-Cap, there we go. Envy, you're going to push this to a capture of the flag. Killerfish just couldn't do enough. Es lag daran, wenn du die Bombe legst, musst du einfach kompakt an der Bombe stehen. Haben wir nicht gemacht. Wir hatten sogar den ersten Kill. Die waren sogar in Unterzahl. Nun haben Envious das Momentum auf ihrer Seite. Mit einem deutlichen 3-0 gewinnen sie Capture the Flag und ziehen damit als Gruppenerster in die K.O.-Phase ein. Killerfish bleibt aber positiv. Man kann jeden schlagen. Im Endeffekt sind es auch nur Menschen, die hinterm Controller sitzen. Deswegen, also man kann jeden besiegen und wir haben gerade genau gesehen, Hardpoint ist der Modus, wo wirklich die Teams am meisten daran arbeiten und wir haben sie auf Hardpoint besiegt. Deswegen gibt uns das noch Sicherheit, noch mehr für die weiteren Spiele.
jetzt wird's kompliziert. Die beiden besten Mannschaften aus den jeweiligen Gruppen qualifizieren sich für die K.O.-Phase. So ganz K.O. ist sie dann aber doch nicht. Verliert ein Team, kommt es in die sogenannte Lower Bracket. Hier spielen alle Verlierer den Besten unter sich aus. Dieser kommt dann zusammen mit dem Siegerteam aus der Upper Bracket ins Finale. Klingt komisch, ist aber so. Im ersten Match der K.O.-Runde gibt es erstmal eine Enttäuschung. Die Gruppenersten Complexity werden ihrem Ruf gerecht und schicken Killerfish mit einem umkämpften, aber dennoch verdienten 2:1 in die Lower Bracket. Dort treffen sie dann auf Quantic, die Killerfish in einem spannenden Match letztendlich doch noch besiegen können. Bei uns ist halt das Ding, man muss sich halt, ich glaube nicht nur bei uns, bei vielen Teams, du musst dich halt den Leuten so anpassen und du musst halt gucken, wie die spielen. Und wir haben halt erstmal ein bisschen gegen die gespielt und dann haben wir gesehen, so, was die so machen. Und dann meistens versuchen wir immer so ein Gegenmittel gegen die zu finden und es hat auch geklappt gegen die. Nun dürfen sie sich aber keinen Fehler mehr erlauben. Nächster Gegner, VVV Gaming, eines der besten amerikanischen Teams. Doch mit Druck kann Killerfish hervorragend umgehen. Auf einmal scheint alles zu passen. Souverän holt Killerfish die erste Runde Hardpoint. In der K.O.-Runde gilt Best of 5. Bei 3 gewonnenen Matches ist ein Team weiter und Killerfish ist auf dem besten Weg. Auch in Runde 2 dominieren sie und holen das 2:0. Noch ein Punkt und das Halbfinale der Lower Bracket ist erreicht. Das heißt mindestens $6.000 für jeden. Doch das Glück verlässt die Jungs. In 3 aufeinanderfolgenden Matches verlieren Killerfish. Am Ende steht es 3:2 für VVV und damit müssen Killerfish so kurz vor dem Ziel doch noch mit leeren Händen nach Hause gehen. Ich würde sagen, wenn wir schon 2:0 in Führung sind, müssen wir irgendwann mal die Erfahrung finden, dass wir den Sack zumachen. Weil es uns in Amsterdam schon passiert im Grand Final, dass wir 2:0 oben sind und dann noch 3:2 verlieren. Nun ja, ich denke, da fehlt uns noch ein bisschen die Erfahrung, aber jetzt haben wir auf jeden Fall was an Erfahrung gewonnen und ich denke, nächstes Mal machen wir es besser. Man denkt sich halt scheiße einfach nur, weil man denkt sich, du bist so knapp davor und dann klappt es halt einfach nicht. Weil das Ding ist einfach so, es ist genauso wie in jeder Sportart, gibt es einfach so ein Momentum. Also wenn du einfach auf einmal klappt, auf einmal läuft, du sagst mal, du liegst 2:0 hinten, auf einmal geht alles und das, irgendwie kommt es dann fast von alleine, kommt mir schon so vor. Wir waren auch schon in der Situation, in der VVV war, also dass wir zurückgekommen sind, hatten wir auch schon. Und das ist einfach so eine Sache, wenn du einmal dieses Momentum, heißt es in der Gamersprache, wenn du es einmal hast, dann hast du es einfach. Obwohl Killerfish jetzt nur noch von der Tribüne aus am Turnier teilnehmen können, geht der Kampf um $400.000 natürlich weiter. Im Finale sehen die Jungs dann alte Bekannte. Envious, das Team, dem Killerfish bereits in der Vorrunde knapp unterlegen waren, tritt gegen die großen Favoriten Fariko Impact an. Die beiden sind sich bereits im Halbfinale der Upper Bracket begegnet. Dort hatte Envy die Oberhand. In der Lower Bracket setzte sich dann allerdings Fariko Gaming durch, sodass sie im Finale nun erneut aufeinandertreffen. Was die beiden Teams nun abliefern, ist ein Finale, wie es im Buche steht. Best of 11 wird gespielt und die beiden Teams treiben es bis zum Äußersten. Die letzte Runde Search and Destroy entscheidet. Und selbst da entscheidet am Ende ein 1 gegen 1. Die Bombe ist gelegt und Envious muss sie entschärfen, um im Spiel zu bleiben. In den letzten Sekunden muss Envy zur Bombe gehen, darauf hat Fariko nur gewartet. Fariko holt den letzten Kill, während Envy entschärft, damit ist es entschieden. He's gonna get it! He's gonna get it! He does it! We have a world championship! Fariko, your winner here! Die großen Favoriten Fariko Impact haben auch dieses Turnier gewonnen und nehmen die $400.000 mit nach Hause. Der Champ für dieses Jahr ist gekürt. Doch im nächsten Jahr wird es wieder eine Möglichkeit geben, gegen die besten Teams der Welt anzutreten. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, selber mitzumachen, das ist gar nicht so schwer. So the first thing that you should do is get over to ESL.eu and sign up in the ESL, create an account for yourself. With the guys behind us that have taken part this weekend, their process has been that they have played over 5 weekends where they were collecting points based on their successes. Out of those 5 weekends that they collected points playing in the play days, we chose the top 16 teams that came here. Killerfish sind auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder mit dabei. Schon in diesem Jahr haben sie gezeigt, dass sich deutsche Teams nicht vor der internationalen Konkurrenz verstecken müssen. Und wenn schon die Champions League von Deutschland dominiert wird, wieso dann nicht auch Call of Duty? Naja, ich meine, wir haben trotzdem auch vielleicht ein paar Zuschauer, ein paar Spieler von uns überzeugt. Viele sind auf uns zugekommen, haben gesagt, dass ihr trotzdem top wart. Also es ist nicht nur Negatives, sage ich mal. Wir sind in LA, also hier gibt es vieles, was wir machen können. Und ja, wir genießen noch die letzten Tage.